Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Evil Within. Beim letzten Mal haben wir herausgefunden, dass Ruviks Schwester verbrannt wurde. Unschuldigerweise. Und ja, irgendwie macht Ruvik mich dafür verantwortlich. Wie viele hast du getötet, Ruben? Ruben? Meint er etwa Ruvik? Zahlen sind irrelevant. Sie haben bekommen, was sie gegeben haben. Und sie haben einem höheren Ziel gedient, meine Forschungen vorangebracht. Das war nicht bloß Forschung. Das, was diesen Menschen zugefügt wurde, diese Fall, diese Mikroben, sie sind mein und ich verfüge über sie. Mit einem hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion nach. Das ist abscheulich. Das ist mein Wille. Okay, Ruvik hat anscheinend mit diesem Doktor irgendwie zusammengearbeitet. Wie auch immer und warum auch immer. Notiz aus Keller am Anwesen. Mir wurden meine Kinder genommen. War es Schicksal? Er es, doch nicht mein perfekter Sohn, es war das Feuer. Es hat alles zerstört, alles fortgerissen. Die Kinder haben sich verändert und Ernesto auch. Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern, sie beschützen. Aber jetzt sagt er, sie sind weg. Wie kann das sein? Eine Mutter würde so etwas spüren. Ich höre immer noch die Stimme von meinem süßen Jungen, sein Lachen. Und immer aus dem Keller. Das kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Ja, offenbar hat Ruviks Vater ihm die Schuld am Tod seiner Schwester gegeben und ihn daraufhin im Keller eingesperrt. So wie ich das jetzt verstanden habe. Da klopft wer. Ich muss mal aufs Töpfchen. Wer ist der Typ nebenan? Weiß ich nicht. Ich sehe niemanden. Die Zeitung von heute. Zwei Tote bei Autounfall. Wohlhabender Grundbesitzer und Ehefrau kommen bei Autounfall ums Leben. Albtraum für Familie. Die Leichen von Ernesto und Beatrice Victoriano wurden im Wrack ihres Wagens gefunden. Sohn erbt Familienbesitz. Okay. Zuerst die Schwester. Und dann auch noch die Eltern. Das ist nicht leicht. Vor allem nicht, wenn man sonst irgendwie schon so psychopathische Wandlungen hat. Ich nehme diese Tür hier. Ja, super. Pfeile. Munition kann ich immer mitnehmen. Was ist da noch? Ein Pfeil. Okay. Gut. Dann gehen wir speichern. Du kannst die Tür schon fester aufmachen. Okay, wir gehen noch nicht speichern. Wir gehen zuerst gucken, ob wir was boosten können. Ne? Mit 5,3? Ja. Nicht mehr allzu viel. Die Waffen eigentlich. Bolzen brauche ich eigentlich nicht. Am besten booste ich meine Pistole. Feuerrate. Schrotflinte. Machen wir mal die Nachladegeschwindigkeit. Und die Feuerrate. So.
Ein bisschen boosten schadet nie. Weil ich brauche vor allem nur meine Schrot und meine Pistole. Speicherst du bitte? Danke. Gut. Okay, ich muss gucken, wer da klopft. Hallo? Kommt das Klopfen her? Ja, hallo. Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Nein. Was? Wer sind Sie? Es ist Hass. Hass. Ruviks Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Ja, das habe ich schon gemerkt. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Diese Welt existiert so lange, wie er es tut. Das ist nicht Haben gut. Haben Sie gerade etwas gehört? Nein, du? Gut, dann speichern wir halt nochmal. Hier. Und dann gehen wir. So, jetzt können wir auch wirklich abhauen. Also diese Welt existiert so lange, wie Ruvik es tut. Das heißt, ich muss ihn ausschalten. Mit allen Mitteln. Aber zuerst muss ich rausfinden, was der Doktor damit zu tun hat. In die Folterkammer runter. Das ist toll. Das ist sehr toll. Oder auch nicht. Ja, das ist nochmal ein Schlüssel. Schrotmunition. Saft und ein Bolzen. Hallo? Das ist wieder dieses eklige Giftgas. Wo bin ich hier? Ich muss zuerst das hier kaputt schießen. Was machst du da? Ah. Das machst du. Okay. Okay, jetzt weiß ich, was du da gemacht hast. Oh, shit. Ach, das wird dir ein Hautspaß. Hab ich da irgendwie ungeschoren davon? Ich nicht. Scheiße. Ich brauche Deckung. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist ziemlich Wahnsinn. Hi. Oh. Da wurde einer geköpft. Was denn? Hallo? Schieß doch auf die... Auf den... Kopf! Irgendjemand schießt auf mich, oder?
Ja, da. Okay, hat mich getroffen. Sehe ich nicht. Jetzt sehe ich ihn. Ups. Okay, getroffen. So. Muss mal nachladen. Kann ich hier hoch? Was kann ich hier oben machen? In diesem Karussell des Grauens. Irgendwo sind hier wieder Gegner. Aber... Da. Hallo Fetti. Alles klar. Oh. Ich hasse euch. Hey, du schießt nochmal auf mich. Oh, ich bin fast tot. Medipack. Jetzt bin ich wieder auf Drogen. Ruhige dich erst, Sebastian. Dreh dich ein bisschen. Wow, wow. Alles klar bei dir? Also ein bisschen Pistolenmunition könnte ich jetzt wieder vertragen. Jetzt noch Saft. Ich dachte gerade, ich hätte einen Draht gesehen. Batterie. Eine große tragbare Batterie wird benutzt, um elektrische Ausrüstung bei Stromausfällen zu betreiben. Alles klar. Ja, eigentlich ist überhaupt nichts klar, aber was soll's? Wichser. Bist du tot? Hat's denn nur noch Leute? Aber wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Hier lang ja nicht. Muss ich wieder nach unten gehen? Ja, halt wieder nach unten. Schneller nach unten gehen. Oh, hi. Hey. Du Verdammter. Ich hab ihm voll in den Arm geschossen. Muss ich hier irgendwie einen Weg finden? Oder wie? Wow, das war knapp. Das auch. Kannst du das ausmachen? Danke. Nein! Shit! Ich wollte schnell zur Tür rennen. Verdammt. Verdammt, das ist ein bisschen kacke mit diesem Ventilator-Drehding doch. Bums Zeugs. Tot.
Karussell macht mir aber irgendwie Angst. Ich mag's nicht. Gut, dann müssen wir das wieder nach unten gehen. Ich hab's ja verstanden. Nach unten. So. Wo ist jetzt der andere Typ? Der vorhin noch da war. Der ist nicht mehr da. Gut. Wir müssen das wieder irgendwie timen. Unten bleiben. Der eine hat's erwischt. Gut. Shit. Shit. So, ich muss jetzt mich mal hier rein. Renne. Wow. Wieso lebst du noch? Und du auch? Stirb. Alle beide, danke. Guck mal, das ist ja noch gelebt. Da gibt es bestimmt noch Zeugs. Ich konnte mich jetzt gar nicht richtig umsehen noch, weil ich mich jetzt hier reinflüchten musste. So, nehmen wir den Saft von dem Typen mit. Das Medispritzen-Zeugs auch. Gut. Jetzt bin ich hier. Aber was tue ich hier? Abgesehen von mich mal ausruhen. Ah. Und jetzt ist das Tor offen. Kann ich nicht da rausgehen? Nee, kann ich nicht. Ja, der Dings ist noch da. Saft hat's da auch noch. So. Ups. Ich jetzt aufstehen. Wow, das war knapp. Gut. Hätten wir das Karussell hinter uns? Was ist hier? Was ist das? Kartenfragment, okay. Ich muss noch tiefer runter. Ich frage mich, was Ruvik für kranke Experimente hier gemacht hat. Hallo. 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 Tschüss. Hallo. Munition. Scheiße. Nicht gut. Nicht gut. Es ist tot. Oder? Verdammte Hölle, was bist du? Oh mein Gott. Du bist eklig. Kann ich meine Lampe wieder anmachen? Naja, ich weiß nicht, ob ich das will. Weil es ist schon echt gruselig hier. Ja, ich habe langsam genügend Streichhölzer. Ne? Ja, super. Ein Schrotschuss. Wow. Wow. Ah, da ist. Ja, ich wusste, dass das passiert. Hab's so geahnt. Oh shit.
Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.